Der heilige Christophorus. Von zahlreichen Kirchen und anderen Gebäuden ist uns das Bild dieses riesenhaften Mannes bekannt. Der Märtyrer wird meist mit einem Stab in den Händen dargestellt. Das Christuskind trägt auf seinen Schultern durch einen Fluss. Deshalb bedeutet der Name auch Christusträger. Auch im Wallfahrtsort Maria Vesperbild wurde am Gedenktag des heiligen Christophorus in einem feierlichen Hochamt des Heiligen gedacht, dessen Bilder viele Gläubige in ihrem Fahrzeug bei sich haben. So betonte Wallfahrtsdirektor Wilhelm Imkamp in seiner Predigt, Gläubige sollten aus dem Innenraum ihres Autos eine Wellness-Oase des Gebetes machen. So werde das Auto nicht nur zum Instrument der Fortbewegung, sondern zum Instrument des Glaubens. Im Anschluss an den Gottesdienst erfolgte dann die Fahrzeugsegnung. Um sich daran zu erinnern, dass sein Führerschein kein Waffenschein ist. Einfach, um sich bewusst zu machen, ich bin höheren Mächten verantwortlich. Ich trage hier Verantwortung, Schöpfungsverantwortung und Lebensverantwortung. Hunderte Gläubige stellten sich dabei neben ihre Fahrzeuge, um sich und das Auto segnen zu lassen. Dass der heilige Christophorus als Schutzpatron der Reisenden gilt, wissen hier viele. Darum auch gehört bei Ihnen die Christophorus-Plakette zum Inventar des Autos. Erstens, weil ich Christoph heiße. Und zweitens, weil ich darauf vertraue, dass der heilige Christophorus mich auch beschützt beim Autofahren. Ich fahre ziemlich viel Auto und da vertraue ich drauf. Weil wir einfach an den Christophorus auch glauben. Also ich bin überzeugt, dass da was Wahres dran ist, dass er uns begleiten wird. Ja, dass wir beschützt werden unter dem Fahren. Dass wir selber, wenn man die sieht, dass man langsamer fährt, an die Verkehrsregeln sich haltet. Nein, haben wir leider nicht. Wäre das mal eine Anschaffung wert? Ja. Mit Sicherheit. Übrigens ist ausgerechnet eine Frau die eigentliche Patronin der Autofahrer. Die heilige Franziska Romana, also die Frau am Steuer, ist von der katholischen Kirche erfunden worden. Mit den frisch gesegneten Autos steht einer sicheren Weiterfahrt nichts mehr im Weg. Und außerdem ist ja noch einer dabei. Der heilige Christophorus beschützt uns auf den Reisen und auf allen Wegen unseres Lebens.